Glück auf, liebe Eisenbahnfreunde, heute kommt nicht der Märchenonkel. Nein, 1881 wurde von Wilkau bis Kirchberg die erste sächsische Schmalspurbahn eröffnet. Und vor 50 Jahren wurde das Stück wieder stillgelegt. Und daran erinnert man sich jetzt nach 50 Jahren und macht ein großes Fest. Es ist ja eigentlich kein Fest, eigentlich ein Gedenken, denn es ist ja eigentlich ein trauriger Anlass. Und ich habe ja mal mein Buch rausgeholt, wo wir nämlich unseren damaligen Werklehrer und späteren Fotografen Herrn Wolf bekniet haben, seine Fotos von der letzten Fahrt mal zu vervielfältigen und uns zur Verfügung zu stellen, und er hat es auch freundlicherweise gemacht. Und da habe ich hier so eine schöne Sammlung, und von meinem Onkel gibt es die Dias, die sind ja auch jetzt veröffentlicht worden im Buch und im Dampfbahnmagazin. Ja, und wie das jetzt im Kirchberg so aussieht, das schauen wir uns mal jetzt an. Wie zum Beispiel hier an der Stirnseite des Bahnhofs hat man das Stationsschild wieder angemalt. 50 Jahre lang hat man das immer schön wieder übertüncht. Man konnte das bei entsprechendem Lichteinfall durchschimmern sehen. Aber jetzt hat man sich nun dazu durchgerungen, das Schild doch wieder anzumalen. Und zum Beispiel das Bahnhofshotel, das hat die ganzen 50 Jahre schön den Schriftzug erhalten. Dann hat man hier ein paar Tafeln aufgestellt und einen Wanderweg eingerichtet, der aber jetzt eigentlich mit dem Stück, was jetzt stillgelegt wurde, gar nichts zu tun hat, weil das das obere Teilstück der Bahn ist. So, dann gucken wir mal unter Büchlein. Wie gesagt, die Urheberrechte sind beim Herrn Wolf, deswegen zeige ich das oben einmal so drüber weg. Und wünsche euch viel Spaß bei meinen Ausführungen. So, hier ist mein Opa drauf zum 50-jährigen Dienstjubiläum bei der Schmalspurbahn in Kirchberg. Da war nämlich der Lokführer. Genau, und hier geht das los. Hier am Lokschuppen in Kirchberg. Und hier sieht man mal, ha, die Menschenmassen. Zeige ich jetzt mal kurz, wie gesagt, die Urheberrechte sind hier beim Wolfenhelmut. Hier die Massen. Ich habe jetzt mal gelesen, dass irgendwie jemand geschrieben hat, dass eben die Massen gar nicht mit fotografiert wurden. Aber das stimmt ja nun nicht. Da sind genug Massen drauf. So, und hier ist es in meinem jetzigen Heimatort in Kunersdorf. Hier die alte Fabrik. Soll jetzt wieder was drin gebaut werden, da bin ich gespannt. Und hier die Ausweichstelle, wo das der offizielle Bahnhof Kunersdorf war. Und dort, wo die Leute eingestiegen sind, das war ja nur Haltepunkt. Naja, und hier in Wilgau. Hier an der Segmentdrehscheibe. Massen Leute. Ja, so sah das aus. Rückfahrt. Hier auch jede Menge Leute. Und hier ist das Elend dann passiert. Der Verkehrsträger wurde gewechselt. Gut, dann schauen wir uns mal noch ein paar Bilder an. In bunt. Und hier seht ihr die Verschrottung.
Die habe ich noch live miterlebt. Ja, das war hier die Nachricht damals im Modelleisenbahner mit den entsprechenden Fotos. Traurig, traurig. Ja, hier war das. Einfach weg. Ja, und in Wilgau-Haslau, wie das Wilgau jetzt heißt, da hat man eine 4K eingeliefert und ein 70 Meter Stück Gleis aufgebaut. Und da fährt jetzt eine Lok hin und her. So, da steht sie nun hier vor der Brücke. Muss man aufpassen, dass man nicht runtergewippt wird. Wenn der Laster kommt, der schaukelt so sehr, der haut einen bald runter. Tja, so sieht das jetzt hier aus. Die Pressnetztalbahn in Wilgau-Haslau. Ja, und hier in dem Bereich da vor dem Empfangsgebäude war ja mal hier so rechts die Segmentdrehscheibe. Und hier war praktisch der Schmalspur-Personenbahnsteig. Was für eine Kombination, Rathaus Wilgau-Haslau, Lok und Pavillon von der Pressnitz-Talbahn. Aber natürlich war die Lok früher auch mal hier in Wilgau-Haslau, heimisch. Tja, und so sieht das nun 50 Jahre später aus. Kann man es gut vergleichen.
Ja, und die Haltestelle Kunersdorf ist auch festlich geschmückt. Hier genau, das war die Haltestelle Kunersdorf, dort wo früher mal das Empfangsgebäude stand. Die Gleise lagen ja über der Straße drüben. Hier ist die alte Ladestraße. Und es gibt einen streng limitierten Sonderwagen zum Ende dieser Strecke. Beidseitig bedruckt. Hier ist die Wilkauer Seite. Und hier die Kirchberger Seite. Und in Sabersdorf hat man auch noch zwei Schienen ausgelegt. Ja, das ist das Gleisstück in Sabersdorf. Was erst kürzlich verlegt wurde. Und das ist das zweite Stück in Sabersdorf. Über diesen Wassergraben. Ja, das soll es also gewesen sein, hier die moderne Welt und eine nostalgische 4K in Wilga-Haslau. Macht's gut, euer Hotelbruder Harry.